Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Mip, mip! Oh, jetzt. Oh, oh, der ist ein bisschen groß! Aber dafür wahrscheinlich auch langsam. Ja, toll, so kannst du auch nicht angreifen. Jetzt rennt der weg! Na, bist du fertig? Bist du dann die Blatt hier kloppt? Na, das ist nicht sein. Oh, wow! Was denn? Schießt die jetzt ohne Blumen? Komm mal! Mit einer Klopp. Was für eine Scheiße! Wofür dann die Ambulanz? Sie schmeißen ihn einfach runter! Immer noch besser als bei GTA, wo du einen 25 Kugeln im Kopf ballerst und die den wiederbeleben. Und er läuft dann weg, als wäre nichts. Oh, was? Der hat null Chance, Mann. Wenigstens lebt er immer wieder neu. Jetzt nimmt er den wieder mit. Das war ja voll mies. Alter. Junge, das war geil. Als ob der das nicht... Ja, kennt man aber, sowas wie Splinter Cell oder so. Neben seinen Kollegen ein, du bringst ihn um, er kriegt's nicht mit. Und du fragst dich dann, hä? Wo ist er hin? So ungefähr. Oder Assassin's Creed funktioniert ja genauso. Wenn der erstmal alles anvisierst, wusste ich den Gegner. Das kenn ich zu gut. Ich habe nichts fast diesmal. Wie? Oh. Warum? Er zieht halt seine Hose einfach aus, Mann. Mip, mip. Das Ding hier woanders hin tun. Oh. Junge, voll überfallen! Oh nein. Sie hängt einfach da und steht noch Map. Das mache ich manchmal bei WoW. Einfach so, wenn da eine Kiste ist oder so, oder was ich für die Quest einsammeln muss, dann locke ich die mal weg. Und dann renne ich schnell wieder hin, hol die und hau ab. Wenn ich keinen Bock habe zu kämpfen oder wenn ich weiß, der ist zu stark, wie zum Beispiel in Classic. Da gibt es ja auch manche Stellen, wo da Gegner vor etwas rumstehen und du musst das da holen. Dann locke ich die schnell weg. Dann, wenn du Magier bist oder du hast ja bei vielen solche Fähigkeiten, wo du die kurz einfrieren kannst oder so. Oder Stun. Und dann gehe ich wieder hin, hol das schnell und renn weg. Hä? Man ist an dieser Stelle sicher? Ja, das bringt's natürlich voll. Was war denn das, Mann?
Oh, okay, vor dir hätte ich Angst. Naja, das wenigstens war schon am Grabstein. Ist mir bei WoW auch schon passiert, in den Raid vom wo den Kerkermeister besiegen muss. Ich laufe drauf los, will alle meine Fähigkeiten einsetzen gleich am Anfang, also alle diese Cooldowns, und laufe natürlich voll in das Loch rein und denke mir so, ernsthaft jetzt? Der Kampf läuft gerade mal 5 Sekunden. Ist der dumm? Er haut sich in den Arm. Aber der Knochen ist noch stabil. Sehr gut, oh Mann! Ich brauch so eine Hand. Oh Mann! Alter! Boah, der verbrennt noch richtig. Der ist doch schon tot, Mann! Das Feuer kommt einfach übers Ganze. Ach, das war gar kein Problem. Foto? Ein Selfie? Foto? Und jetzt geht's aber ab hier. Das bringt einfach überhaupt nichts. Oh mein Gott, nein! Okay, das Gift hat ihn jetzt umgebracht. Sehr gut. Was für eine kranke Scheiße. Was für eine kranke Scheiße ist das hier, Mann? Ich spiel dir mir den Kopf. Was, Daddy? Come back. Come back. Oh, fuck. Also gegen den wird's nicht kämpfen. Er schubt ihn einfach um. Und er verpufft. Was geht denn hier ab, Alter? Er rettet ihn und als Dank bringe ich ihn mal um, okay. Ein Zweig? Der Staub der Wahrheit. Staubsaugt dort erstmal, hä? Dumm. Ist tot. Ist einfach tot. Die beste Stelle. Oh! Naja, jetzt muss ich wenigstens nicht mehr trauern. Gut, für so eine Waffe, da macht man alles. In so einem Spiel ist das wichtig. Oh oh, was ist das? Oh oh! Was war denn das? Was geht denn jetzt? Ach du Scheiße! In dem Spiel gibt's Schusswaffen? Ja, als ob! Naja, wenn du von 8 Armen verprügelt wirst, ist das eh. Junge, der hat's nicht leicht in dieser Welt. Hä? Das war's? Und dann kurz vor dieser Stelle, da wo du sicher bist. Oh oh.
verdammte Scheiße. Junge, waren das geile Folgen. Ich hoffe jetzt, dass die Videos so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.